Drei Dinge über Weihnachtssterne, die du wahrscheinlich noch gar nicht wusstest. Fast alle Leute denken, dass die roten oder die weißen Blütenteile der Weihnachtssterne die Blüten sind. Das stimmt aber gar nicht. Die Blüten sind nämlich tatsächlich nur diese kleinen hier, das sind die sogenannten Ziazien. Diese roten Blätter sind sogenannte Hochblätter und die dienen dazu, die Insekten anzulocken. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja, was soll das mit den Insekten? Der Weihnachtsstern ist natürlich nicht bei uns heimisch, sondern er kommt eigentlich ursprünglich aus Mexiko. Und da fliegen dann die Insekten, die die Pflanzen bestäuben, damit die Samen anbilden können und sich eben vermehren können. Viele sagen immer, der Weihnachtsstern ist giftig. Das stimmt so natürlich nicht. Hier seht ihr mal eine Pflanze, wenn die abgebrochen ist und wenn ihr so eine verletzte Pflanze seht, dann tritt hier der weiße Milchsaft aus und dieser Saft ist tatsächlich ein wenig giftig. Warum blüht der Weihnachtsstern eigentlich jetzt? Der Weihnachtsstern ist eine sogenannte Kurztagspflanze, das heißt, er braucht eine bestimmte Phase, so zwischen 6 und 8 Wochen, das liegt jeweils an der Sorte, einen sogenannten Kurztag, das heißt, er braucht dann weniger Tageszeit und mehr Nachtzeit, damit er diese roten Hochblätter abbildet. Wenn ihr die tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt blühend haben wollt, also die Gärtner machen das zum Beispiel, die verdunkeln die immer und simulieren so den Kurztag, damit die Pflanze eben jetzt blüht. Wie gieße ich den, wie stelle ich den hin? Der Weihnachtsstern hat es am liebsten zwischen 15 und 22 Grad, also nicht zu kalt und nicht zu warm. Und was er überhaupt nicht leiden kann, Zugluft. Das heißt, ihr stellt ihn ans Fenster, macht das Fenster auf, es kommt kalte Luft hinein. Das gar nicht. Dann stirbt er ganz schnell. Diese Erde ist jetzt hier relativ trocken. Dann gebt ihr einfach 1, 2 Schnapspilken, sagen wir mal dabei, Wasser da rein, damit die Erde wieder feucht ist und dann ist gut. Und zu Weihnachten ist natürlich für mich ganz klar ein Weihnachtsstern, ein Must-Have. Und für mehr Pflegetipps gerne folgen.